Es geht nochmal zurück ins Vereinigte Königreich mit einem richtig, richtig schönen Wagen. Ein Prachtstück. Keine sonderlich lange Strecke. 12 Kurven, jetzt auch nichts sonderlich, sagen wir mal, ungewöhnliches. Eine klassische Grand Prix-Strecke. Allerdings auf dem Wasser, was kaum jemand wusste. Nee, doch nicht. Aber das klingt schon mal geil und die Szene war auch gut aus. Der Schaden ist aus, keine Sorge, es geht diesmal wieder normal zu. Solange man das so halbwegs normal nennen kann. Ja, und da schubsen sie auch schon. Ich lasse mich ein bisschen zurückfallen, dass man hier ein bisschen was zu sehen bekommt, was die anderen dann so machen. Wirklich richtig, richtig schöne Wagen. So weit wollte ich mich eigentlich nicht zurückfallen lassen, aber naja. So, schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Oh, spaßenshalber das Licht an. Ja, also wir haben die erste Verwarnung kassiert. Noch nicht mal eine Minute im Rennen. Und ich wette, das bringt uns die zweite ein. Wow. Ich kann mich nicht zurücksetzen lassen auf die Strecke. Hallo? Jetzt aber. Das lief denkbar blöd. Lass mal Fenster auf. Der Wagen kommt mir ein bisschen so vor, als würde er nicht mehr viel in Sachen Lenkung machen. Aber auch täuschen. Also der zieht überhaupt nicht nach rechts rum. Ich weiß nicht, wie weit man den runterbremsen muss, dass er sich überhaupt ein bisschen lenken lässt. Also sind nur ganz, auch bei hohen Geschwindigkeiten, nur ganz leichte Kurskorrekturen möglich. Ja. Bin nicht ganz sicher, ob ich überhaupt in die richtige Richtung fahre. Das ist nicht mal die Strecke. Ist das die Strecke? Es könnte sein, dass das hier aktuell nicht das ist, wo ich fahren sollte. Obwohl, doch, Moment, das kommt mir bekannt vor. Ah ja, okay, ich bin tatsächlich falsch abgebogen. Hier hätte man weiter gemusst. Das ist auch wieder ein richtig, richtig hübsches Cockpit. Auch wieder was, was man problemlos ins All schießen könnte und da wahrscheinlich sich nicht schämen müsste. Ist das hier schon Runde 2? Also vorne waren ja die Startpositionen aufgezeichnet, aber dann wäre das ja extrem kurz. Hier kommt das Gras durch den Boden durch. Das ist wahrscheinlich nicht so gedacht. Holla die Waldfee. Also das Ding fährt sich echt mal störrisch. Kleines Biest. Ich glaube nicht, dass ich das gut unter Kontrolle kriege. Sieht hübsch aus, fährt sich wie ein Stein. Ey, da funktioniert gar nichts bei dem Auto. Beziehungsweise bei dem Fahrer in Kombination mit dem Auto hier. Die Strecke ist tatsächlich erstaunlich kurz. Hier ist schon wieder das umgefahrene Schild.
Tatsächlich müssten mich meine Kollegen eigentlich bald überholen. Und wir nehmen wieder eine Abkürzung. Tut mir leid. Klingt der Motor komisch? Also mit dem Ding kann man lenken, wie man will. Da passiert so gut wie gar nichts. Das ist schon krass. Ja. Sein einziges Geschlitter. Ah, da sind die Kollegen. So, schwupps und schon auf Platz 1. Wahnsinn. Beinahe in die Boxengasse rein. Das wäre nicht so ideal gewesen. Mal schauen, wie die das Ding fahren. Die fahren da jetzt aber keine allzu schlechten Kurven bei raus. Ich glaube, sie bremsen tatsächlich deutlich nochmal ab, beziehungsweise lassen auslaufen. Obwohl, das ist so toll. Der da hinten bremst eigentlich nur wegen seinem Vordermann. Wieso drehen die so gut, trotz der Geschwindigkeit? Wieso rutsche ich nur hin und her? Das ist doch der Wahnsinn. Es regnet noch nicht mal. Vielleicht sollte ich das Licht ausmachen. Okay, also das Ding überfordert mich komplett. Also ich weiß nicht, wie ich das fahren soll, ohne nicht mehr oder weniger in kompletten Stillstand überzugehen, um eine Ecke zu kommen, weil, also ab wo das erst anfängt zu reagieren, das ist mir ein Rätsel. Dreht ja fast nur auf der Stelle. Bei 40 geht's ungefähr. Jetzt fallen alle in die Gasse. Was ist da los? Okay. Ja, das war's offensichtlich. Das Rennen gelaufen. War kein guter Lauf. War auch ein echt schweres Fahrzeug. War ich überfordert mit. Ich glaube, ich suche mir für die nächste Runde was Zugänglicheres. Mal schauen, was das sein wird. Sicherlich was wesentlich Moderneres. Also bis dann. Ciao.